Das Golfemirat Katar wird im kommenden Jahr aus der Organisation Erdöl exportierender Länder, kurz OPEC, austreten. Zukünftig werde sich das Land weiter auf den Ausbau der Gasförderung konzentrieren. Das hat Energieminister Saad Sherida Al-Kabi angekündigt. Sich auf etwas zu konzentrieren, das nicht unser Hauptgeschäft ist und uns nicht längerfristig Vorteile verschafft. Das heißt für mich, Energie und Ressourcen in eine Organisation zu stecken, in der ich ein kleiner Player bin und nicht wirklich etwas zu sagen habe. Das funktioniert in der Praxis nicht. Der Rückzug aus der OPEC kommt ein Jahr, nachdem Saudi-Arabien und seine Verbündeten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate eine Blockade über das Emirat verhängt hatten, weil sie ihm Terrorismus und enge Kontakte zum Iran vorwerfen. Katar ist schon jetzt der größte Flüssiggasproduzent der Welt. Die Gasfördermenge soll bis 2024 auf 110 Millionen Tonnen erhöht werden.